So, und damit ein Hey ho und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Guild Wars 2. Ja, ein paar Minuten früher heute. Ich dachte mir, wenn ich eh schon da bin, ne? Erhebe dich, meine Kreatur. Von allen Seiten kommen Berichte so. Über Kreaturen. Einmal reingejumpt. So. Jetzt sind wir wieder richtig in-game. Kurz mal laden lassen hier. Ja, Guild Wars 2 geht weiter heute. Jetzt, gerade hier. Und, wir sind ja hier in der Path of Fire Erweiterung im Abschnitt, Kapitel 4. Das heißt, ja. Sofern da nicht noch mehr kommt, was ich eher glaube, wird in diesem Kapitel Balthasar ausfindig gemacht und platt gemacht. Ne? Bevor wir das allerdings machen, schenke ich mir einmal kurz was zu trinken ein. Wir haben gehört, denn ein geschmiedeter Wegelagerer lauert Reisenden auf. Erlegt so. Ihn, bevor er euch erledigt. Okay. Dann wollen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg machen. Wir müssen das Tor zum Makali-Außenposten betreten. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. So, ich müsste, glaube ich, hier durch, wenn ich richtig liege. Wenn ich richtig liege, müsste ich hier durch. Würde ich zumindest mal tippen. Jo, müsste ich. Muss ich tatsächlich. Badabba. So, da haben wir auch das Wahrsagertor. Alles klar. Guten Tag. Dieses Tor führt zum Makali-Außenposten im Wüstenhochland. Schreitet durch das Tor. Das Opfer. Balthasar. Voll das Opfer. Balthasar ist voll das Opfer, Alter. So. Lauft! Verschwindet von hier, solange ihr noch könnt! Das sieht sehr danach aus, als wäre Balthasar hier. Oder die Heroldin. Kommandeur, hier drüben. Jo, Kito. Kito, was ist los? Vlast war hier und kämpfte direkt jenseits der Mauern gegen die Gebrandmarkten, als die Geschmiedeten angriffen. Wir hörten, wie einer der Geschmiedeten sagte, Balthasar selbst sei unterwegs, um den Drachen gefangen zu nehmen. Ihr dort drüben, folgt mir! Jo. Ich versprach euch die Hilfe des Ordens der Schatten.
um Balthasars Heroldin zu finden. Aber ich gehe davon aus, dass ihr auch mit dem Gott selbst zufrieden seid. Wir brauchen eure Hilfe, um an Vlast heranzukommen. Er könnte der Schlüssel sein, den wir benötigen, um Balthasar aufzuhalten. Es tut mir leid, aber niemand hier in diesem Außenposten ist so ausgerüstet, dass er eine Chance gegen einen Kriegsgott hätte. Hier entlang! Los, weiter! Ich muss diese Leute hier aus der Gefahrenzone bringen. Zurück zum Tempel der Kormir. Das macht Sinn. Das macht sehr, sehr Sinn. Kommt schon, wir müssen zusammenbleiben. Wollen die nicht mal um ihr eigenes Zuhause kämpfen? Diese Leute sind keine Krieger. Für euch mag es anders sein, aber für sie bedeutet ein Gott den sicheren Tod. Sie ziehen es vor, die Beine in die Hand zu nehmen und zu überleben. Das verstehen wir. Bringt sie zum Tempel. Oh. Und ich brachte es nicht über mich, ihm zu sagen, dass ganz Tyria unterginge, falls wir heute sterben würden. Dann tun wir mal unser Bestes, um heute nicht zu sterben. Wäre eine Option. Der Plan des Tribuns gefällt mir. So, und was nun? Wir finden Vlast. Kaz? Ich komme mit euch. Ich will antworten. Jo. Verlass den Makali Außenposten. Ich will das immer kurz was wissen. Hier ist ein Dingspunkt. Stimmt, kann ich mir das nur holen, wenn ich Dings bin. Wenn ich. Niemand geht durch dieses Tor. Dort draußen gibt es bald mehr Geschmiedete als Sandflöhe. Lasst mich nicht betteln. Dieses Tor bleibt geschlossen. Da ist anscheinend jemand Ridlocks Charme gegenüber immun. Ja, dann. Keine Ahnung, welchen Weg Vlast genommen hat. Brände und Trümmer finden sich in allen Richtungen. Diese Zerstörung ist auf Kämpfe zurückzuführen. Drachen hinterlassen andere Spuren, die ziemlich unverwechselbar sind. Ihr denkt an so etwas wie grauenerregende Feuersbrünste und zerfetzte Leichen? So ungefähr. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Tippe mal, ich muss in die Richtung da hinten. Da zu diesem Tempel. Naja, dann wollen wir mal. Ui. Da ist was. Ungewöhnliche Kristalle scheinen eine Schneise durch das Kriegsgebiet zu schlagen. Ah, alles klar. Ach du Scheiße. Zack, zack, zack. Seit ich die Elite-Truppen. Kämpft ihr zum ersten Mal gegen einen zu töten, steigt! Genau. Hier. Um die Nase vorn zu haben, zähle ich mal Mordremos und sage nein. Aber keine Sorge, ich zeige euch, wie es geht. Na. Wir heilen wie ein Wesen. Alter. Ach du Scheiße, da ist wieder so ein großes, geschmiedetes Vieh. Hehehe. Puff. Oh, das hat wehgetan. Puff. Da haben wir schon mal den ersten. Okay. Ich wähle dich. Ich fühle mich stark. So. Wir heilen wie ein Wesen. Zack. Wir heilen wie ein Wesen. Auf. Na komm. Wenn wir schon gerade die optionale Möglichkeit hier haben, ne? Zack, zack, zack.
drauf. Hehe, daneben. Daneben. Okay, der war getroffen, weil ich gerade drauf gefeuert habe. Ridlock? Interessant, dass Ridlock noch nicht mal mitkämpft. Komm, Ridlock. Sonst immer bist du doch der der an der vordersten Front. Wir heilen wie ein Wesen. Puff, puff. Puff. Okay. Da haben wir den zweiten. Irgendwo muss noch ein dritter Elite-Kämpfer sein. Wir heilen wie ein Wesen. Nicht genug Energie. Lust zu töten steigt. So. Nehmen wir hier. Plump. Danke. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Aber es kann gut sein, dass dort draußen noch mehr von uns sind. Ich werde tun, was ich kann. Begebt euch in Sicherheit. Genau. Einer von 10. Gott. Das wird ja noch spaßig. So. Aber je mehr wir da natürlich schaffen, desto besser. Vielen Dank. Genau, kümmert ihr euch mal um den einen Soldaten hier. So. Ich fühle mich stark. Wer will denn entkommen? Ich bin hier, um Leute zu retten. Also wer will hier entkommen? Zack. So. Doch, kann ich. Siehst du doch. So, damit haben wir dann schon mal die Hälfte. Wir danken euch. Hier ist auch noch ein Beherrschungspunkt. Aber den, schätze ich mal, kann ich erst später sammeln. Wie den einen in der Stadt auch. Deswegen. Jojo. So. Zack. Da vorne ist. Da ist noch jemand. Eieiei. Okay. Ich fühle mich stark. So. Der nächste. Mögen die Sechs euch segnen. Ich fühle mich stark. Zack. Zack.
Fuck. So, na bitte. Okay. Man vernichtet die Katapulte. Gott, wie viele optionale Geschichten hier gibt es auch schon wieder sehr nett. Puff. 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 Wir heilen wie ein Wesen. Erfrischend. Zack, zack, zack. Ich belebe dich wieder. Zack. Ah, okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal den letzten Elite-Kämpfer. Zack. Wir heilen wie ein Wesen. So. Okay. Puff. Tiergefährte verletzt. Echt Angriff. Erfrischend. Okay, die Elite-Dinger haben wir schon mal beseitigt. Schon mal sehr gut. Aber irgendwo müssen noch Überlebende sein. Ich kann ja die zwei letzten Überlebenden nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Schnell mal hier ein bisschen durchgucken. Ah, da haben wir auf jeden Fall noch mal einen Katapult. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da hochkomme am besten. Gott. Wie komme ich da denn am dümmsten hoch? Hier rüber, ne? Direkt über die Seite. Zack. So. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack. So. 2 von 4 Katapulte. Kaputt. Okay, da sind Sandhaie. Da ist das nächste Katapult. Lust zu töten. Wir heilen wie ein Wesen. Oh, diese scheiß Sandviecher. Diese scheiß Sandhaie sind echt nervtötend. Weil die halt auch so einen scheiß Wirbelsturm machen. Also Tornado. Nicht genug Energie. Gott. So, der dritte. Ich weiß allerdings. Ah, da sind die Überlebenden. Okay. Super. Also haben wir auf jeden Fall. Komm. Zack. Mach mal. Währenddessen mache ich mal hier kurz die Überlebenden. Wir danken euch. Zack, zack, zack.
So, kurz beleben. So, damit haben wir auch das zweite Ding. Optionale. Jetzt fehlt mir aber immer noch eine Katapult. Eine Katapult. Das Katapult würde ich halt auch gerne noch holen, bevor wir großartig... Sie halt leider auch nicht aus, in welche Richtung das sein könnte. Okay, hier hinten eher weniger. Sandskandale. Sandale. Ja, ja, du verlässt das Gebiet. Tu das nicht. Hallöchen, Märchen. Willkommen, willkommen. Ich such gerade. Ah, da hinten habe ich das letzte Katapult übersehen. Mir war schon immer klar, dass diese Dynamik zwischen Mensch und Gott katastrophal enden wird. Solche Worte von jemandem, der einen Drachen zu seinen Armen zählt? Wir heilen wie ein Wesen. Und hinter allen anderen aufräumen. Es reicht. Warum streiten wir uns darüber, wessen Schuld es ist, wenn wir die Sache jetzt beenden können? Um dann darüber zu streiten, auf wessen Konto es geht. Ja, ich bin gerade dabei, Balthasar ein bisschen zu suchen und platt zu machen. Und Märchen, wie geht's dir? Ich hoffe ja gut. So. Damit habe ich auch das nächste Optionale. Das heißt, ich kann mich jetzt voll und ganz auf die Suche nach Balthasar und Vlast machen. Kommandeur, seht euch das an. Brandspuren. Intensiver als die anderen. Der Sand hier ist zu Glas geschmolzen. Die Wirkung ist also die... Oh, mir geht's auch super soweit. Nur ist sie bei Vlast nicht von Verderben durchzogen. Naja, nicht so übel wie Kralkatorik, aber trotzdem ein verdammter Drache. Schön, dass... Wo habt ihr gelernt, Drachen aufzuspüren? Schön, dass ich die gar nicht sehe. Das ist nichts, was man lernen kann. Es ist die Anwendung des gesunden Menschenverstands auf das, was man in der materiellen Umgebung beobachtet. Menschenverstand. Seht ihr, ich wusste... Und das sagt da als... Und das als Silvari. Menschen verstanden und das als Silvari. Alles klar. Ich meine mal, er ist ja kein Mensch. So, hier nach oben. Was würde ich sagen, das ist der... Da ist der kleine Drache. Frische Klangenspuren. Ich glaube, dieses Plateau hoch. Wenn Vlast da oben ist, wird Balthasar auch nicht weit sein. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Ja. Balthasar. Da ist er. Und seine Heroldin. Kommandeur, seid ihr gekommen, um das Angebot meines Gottes anzunehmen? Niemals. Und ich würde sagen, das ist Vlast. Der Knechtschaft immerhin noch ein Leben ist. So. Zack. Gott, die hält aber viel aus. Ich habe mein Instagram. Ich musste meine, weil mich eine Hörer nicht in Ruhe ließ. Okay. Also normalerweise kann man da doch jemanden dementsprechend den jeweiligen blocken.
Oder hat er mehrere Accounts wieder benutzt? Weil das kenne ich auch, dass Leute sich dann viele Fake-Accounts machen. Einfach um, dass sie dementsprechend dann einen richtig auf den Sack gehen wollen. Ah, okay, mehrere Accounts. Ja, das ist echt ätzend. Ich habe zum durch diese eine Aktion von dem einen Dings durch diesen einen Faker zum Beispiel auch mein Account so weit weggehauen. Alter, das tut weh. Das tut sehr, sehr doll weh. Autsch. Ich wähle dich. Alter. Zu töten steigt. Das war schmerzhaft. Gerade. Wir heilen wie ein Wesen. Wie gesagt, auch einer, der voll viele Fake-Accounts gemacht hatten. Und dadurch mir ziemlich auf den Sack ging. Und meinen Account habe ich dann so eingestellt, dass mir halt wirklich nur noch die Leute schreiben können, die, ja, mit denen ich auch in der Hinsicht befreundet bin. Autsch. Wir heilen wie ein Wesen. Hierher. Hälfte habe ich geschafft. Seinem Willen. Auch ich versuchte zu widerstehen und scheiterte. Wenn man sich ergibt, macht dies den Schmerz erträglicher. Wir heilen. Vielleicht bin ich stärker als ihr. Ah, 9 gemacht. Okay. Oh, oh. Das hatte ich befürchtet. Gott. Mein Tiergefährte braucht Hilfe. Ridlock. Nee. Oh, Gott sei Dank. Cass ritzt mich. Solange Cass mich wieder belebt, ist alles gut. Ridlock kümmert sich erstmal um die Heroldin. Deswegen können die Leute, die zum Beispiel mich in der Freundesliste dort haben, also geaddet haben, die auch nur meine Bilder sehen, zum Beispiel. Weißt du? Wir heilen wie ein Wesen. Gut, die ist betäubt. Töten steigt. Komm, ich hab's fast geschafft, die Heroldin platt zu machen. Wir heilen wie ein Wesen. Ah, noch ein ganz kleines Fitzelchen. Bitte. Beweist, dass ihr stärker seid. Tötet meinen Gott. Bitte. So. Nicht so auf jeden Fall oder so, ne? Sondern bitte.
Einfach nur, bitte. Okay, Balthasar. Jetzt Balthasar, bist du dran. Beendet es jetzt und hier. Dieser Krieg wird alles außer den Altdrachen vernichten. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Gräueltaten geschehen. Wenn ihr euch nicht auf einen Dialog einlasst, müssen wir euch als Feind behandeln. Nun gut. Ihr habt den Gott des Krieges vor euch, sterbliche Kreaturen. Und ich bin eure Machenschaften leid. So sei es. Eure Heroldin ist tot. Ich habe sie getötet. Ihr hättet sie ersetzen können. Habt mein Angebot jedoch abgelehnt. Die Zeit der Diskussionen ist vorbei, Tyrianna. Jetzt bleibt nur der Tod. Char. Euch, mein Freund, werde ich verschonen. Doch weiter reicht meine Gnade nicht. Freund? Ich weiß zwar nicht, warum da steht, er ihn jetzt Freund genannt hat, aber okay, hey. Lust zu töten steigt. Ich belebe dich wieder. Ich wähle dich. Törichte Wahl. Die Flamme. Alter. Das ist uncool gewesen. Aber ich schätze mal, das war so beabsichtigt vom Spiel. Sonst wäre ja keine Überblende jetzt. Last. Oh Gott, er hat sich geopfert, um uns zu retten. Ich brauche Hilfe. Was ist passiert? Oh, haben wir überlebt? Nein, nein, nein. Also, was ist mit Balthasar geschehen? Brimstone? Hast du mir nicht irgendwas zu sagen? Ja? Er hat dich Freund genannt. Finde ich nicht nett. Vlast hat sich selbst geopfert, um mich zu retten. Oh, bei den Göttern! Als er starb, wurde Balthasar von der Kraft zurückgestoßen. Und danach war er einfach fort. Wir wissen also immer noch nicht, warum er Vlast wollte, wie seine Pläne aussahen. Augenblick! Diese Kristalle! Untersucht die Kristalle. Vor allem die Kristalle, ne? Das ist eigentlich ein ganzer. Sie sehen wie der Erinnerungskristall aus, den wir in Glins Höhle gesehen haben, als der Meister des Friedens Orins Ei erhielt. Ein Erinnerungskristall? Wie seid ihr... Der Kriegsgott ist hinter mir her. Wegen der Kräfte in meinem Innern und der Waffe im Schatten der Propheten. Du musst herausfinden, wie man sie entfesselt, Schwester. Und zwar vor ihm. Das ist Vlasts Stimme, nicht wahr, Kommandeur? Er hat diese Nachricht für Orin dagelassen. Oder für jemanden, bei dem er sich darauf verlassen konnte, dass er sie ihr überbringt. Schatten der Propheten. Irgendwelche Vorschläge? Vermutlich handelt es sich um Glins Höhle. Ridlock weiß darüber mehr als ich. Wir sollten mit ihm sprechen. Nein, ihr beide macht eine Pause und erholt euch. Ich werde mit Ridlock reden. Ich
bin ja eh mal gespannt, warum er Whitlock als Freund bezeichnet hat. Also Balthasar. Kanach, Kashmir, geht es Ihnen gut? Whitlock, was ist gerade geschehen? Warum hat euch Balthasar verschont, euch Freund genannt? Er, Balthasar, ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Wie meint ihr das? Wann? Als ich nach meinem Schwert zu Othin suchte, in den Nebeln. Szene. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich schon gesucht hatte. Man verliert in den Nebeln leicht das Zeitgefühl. Aber als ich Sootin endlich fand, war seine Flamme erloschen. Dann sah ich den Fremden. In Ketten. Er sagte mir, er könne die Flamme meines Schwerts wieder entzünden. Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt oder warum er dort gefangen war. Ich bat ihn nur, Sootins Flamme wiederherzustellen. Um mich erkenntlich zu zeigen, durchtrennte ich seine Fesseln mit dem Schwert. Als ich es tat, öffnete sich ein Portal. Er sagte mir, es sei ein Weg aus den Nebeln hinaus, nach Hause. Er muss mir hindurch gefolgt sein, bei der Flucht aus den Nebeln. Ich wusste es bis gerade eben nicht, aber dieser Fremde war Balthasar. Okay, deswegen Whitlock war das. Geist, der in den Nebeln gefangen ist. Ich wusste es nicht, bis gerade eben. Kommandeur, ich mache das wieder gut. Ich weiß. Kommandeur, wir sollten jetzt wirklich gehen. Nun, wir können nicht rückgängig machen, was bereits geschehen ist. Aber eventuell haben wir eine Möglichkeit gefunden, den Schaden zu begrenzen. Kashmir und Kanach werden euch unterwegs unterrichten. Tribun! Kashmir hat sich Sorgen gemacht. Balthasar wäre es fast gelungen, uns alle zu vernichten. Entschuldigung. Vlast hat eine Aufnahme hinterlassen. Er erwähnte einen Ort namens Schatten der Prophetin. Das ist vermutlich Glints Höhle. Ich bin schon dort gewesen. Sie ist nicht weit von hier. Aber wenn Balthasar das weiß, könnten wir beim Versuch hineinzukommen auf Widerstand stoßen. Wenn wir überhaupt reinkommen. Das ist ja der Trick bei der Sache. Interessant. Also Whitlock wurde tatsächlich anscheinend von Balthasar reingelegt, weil Balthasar war gefangen und dementsprechend in den Nebeln gefangen und dementsprechend hat er, als er Whitlock hier in den Nebeln fand oder getroffen hat, gesagt, hey, ich entzünde wieder die Flamme deines Schwertes. Und mit dem Hintergedanken, dass er ihn dann auch befreit. Das ist hinterhältig. Okay. In Ordnung. Ihr drei begebt euch zu Glints Höhle und haltet nach Geschmiedeten und nach Balthasar Ausschau. Ich werde die restlichen Kristalle besorgen. Sie könnten sich als nützlich erweisen. Außerdem brauche ich einen Ort, von dem aus ich Taimi erreichen und mich bei Aurene melden kann. Werdet ihr Aurene von Vlast erzählen? Ich bin sicher, sie weiß bereits alles. Ich kann spüren, wie sie reagiert. Sie scheint mit Vlast auf dieselbe Weise verbunden zu sein wie mit mir. Tatsächlich. Auf jeden Fall solltet ihr in Anbetracht der Höhe dieses Terrains herausfinden, welches Transportmittel die Einheimischen benutzen, Kommandeur. Ja. Ist aber interessant, muss ich sagen. Das war ja mal ein netter Kampf. So. Warte mal, was haben wir denn für einen schönen Helm an? Dass wir... Okay,
90. Ah, das ist eher weniger optimal, sage ich jetzt mal. Aber dann habe ich wenigstens den Skin auch schon mal. Also nette Sachen. 4 von 9. Beziehungsweise von 18 insgesamt dann. Interessant. Ich weiß zwar nicht, warum ich den jetzt die andere auch bekommen habe, aber okay. Hey. So. Wieder ein bisschen Material. Es besteht aber der allgemeine Irrglaube, kleine gebrandmarkte Kristalle schützen vor Gebrandmarken. Okay. So, da haben wir den. Zack, zack. Einmal alles Blaue. Alles Grüne. Alles Grüne, habe ich gesagt. So. Bisschen Stuff lagern. Und natürlich verkaufen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ne? So. Dann einmal raus aus der Instanz. Wüstenhochland. Ui. Schön hoch. Hier. Aber sind natürlich auch wieder ordentlich Gegner hier. Heißt, wir werden natürlich wieder auf viel Kämpfe kommen. Da. Und doch. Und einmal. Das ist ja der Ort, wo wir gerade mit Balthasar gekämpft haben. So. Ich würde sagen, ich versuche mal hier ein bisschen wegzufliegen. So, hier unten soll dann schon mal der erste sein. Ich wähle dich! Kristallscherbe, da. Ob ich da so hoch komme? Da komme ich alleine nicht rauf. Hier sollte ich später nochmal herkommen. Einige Gebiete brauchen ein anderes Reittier. Wenn ihr ein Springerreittier habt, ja. Okay. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, wo ich eventuell ein Springerreittier herkriegen könnte. Ogerflöte. Alles klar. Hab ich hier irgendwie. Komisch erweckte. Ogerjäger. Oh, ein Amboss. Perfekt. Rüstung reparieren. So. Da ist auf jeden Fall schon mal eins.
Jo. Die Waffe in der Hand zu halten, bedeutet, das Schicksal Tyrias in der Hand zu halten. Die Kraft, die Welt in ihrer Gestalt zu verändern. Ihre Kräfte reichen aus, die Altdrachen zu besiegen. So etwas sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Da widerspreche ich nicht. Da widersprechen wir nicht. So, einmal da. Gott, sind ja einige. Alter. Ui. Ist aber wirklich einige. Halleluja. Okay. Schauen wir mal, wie gut wir hier lang kommen. Das wird nicht reichen, befürchte ich. Wow, wie er einfach mal nicht nochmal den Gleitschirm aufmacht. Unnötig. Wenn du ein Zähmling bist, kriegst du auch jede Menge Streicheleinheiten und Karotten. Bitte. Plump. Na, kann ich nicht. Lässt da nicht zu. Ja doch. Okay. Scheiß Mistvieh. Sie wurde erschaffen, damit Sterbliche die Aufgaben der Drachen übernehmen können. Mit ihr lassen sich verheerende Kräfte bekämpfen und die Vernichtung allen Lebens verhindern. Er tritt in die Fußstapfen seiner Mutter. Okay, da drüben sind auch noch welche. Aber nördlich war ja auch noch was. Da schaue ich mal, ob ich da den... Das nördlich noch kriege. Oh, noch ein Raptor. Das könnte ein bisschen arg schwierig werden. Und ja, geschafft. Jetzt ist die Frage. Ich muss irgendwie dort oben auf die Klippe kommen. Eventuell mit einem Gleitschirm? Vielleicht kann ich ein Feuer entzünden und den Aufwind nutzen, aber... Nein. In der Wüste gab es in letzter Zeit genügend Feuer. Nein, danke. Schaut bei Unia im Lager der Springer vorbei. Sie kann euch helfen. Sie hat diese Reittiere, die so etwas... Ja, sie könnten das wahrscheinlich schaffen. Großartig. Vielen Dank für den Rat. Und das Lager ist... Nicht weit von hier. Ihr müsst nur ein Stück nach Westen. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte, Fremder. Cool. Das heißt... Wieso sind diese Fremdlinge eigentlich so besessen von Feuer? Sie meinen, damit könnte man alles lösen. Klar. Burn. Sag ich nur. Burn. Burn. Und hepp. Guten Tag. Oh, hier ist sogar ein...
noch einen Platz, wo man eventuell später Dings kann. Ich will einfach nur beim Korbkampf mitspielen. Oh. Guck mal. Ah, da brauche ich einen Schlüssel für. Eine leckere Karotte. Und noch eine leckere Karotte. Springerhändlerin. Guck mal. Nein, ich will mit dir reden. Scheiße. Okay. Ah, Mist. Ah, oh Gott. Muss ich mal gucken, wo ich diese Dame finde, die dafür sorgt, dass ich hier so einen Springer kriege. Das sind normale Dorfbewohner. Springer, Dorfbewohner. Oh, cool. Ab. Hip. Ach so, wir müssen dem Hof helfen, deswegen. Ich bin müde. Ja, lass uns auf. Alles klar. Puh. Sorry, Leute. Aber meine Blase drückt gerade ein bisschen. Deswegen werde ich einmal kurz eine kleine Minute Pause machen. Und dann helfen wir diesem Hof hier weiter. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir sogar noch einen Springer heute. So ein schönes Hoppelhäschen. Die man hier eigentlich sonst immer sieht. Ne? Also, bis gleich. Bin ich auch schon wieder. Yeah. Wir müssen nämlich noch weiter die Dings diesem Hof hier helfen. Und dazu gehört natürlich auch erstmal Karottenlager.
Sich tiefer, aber mit leckere Möhren. Oh, kein Sammelwerkzeug ausgerüstet. Das muss ich ja ändern, ne? Jetzt mal ein bisschen leihen. So. Hey. Plump. Hatte mal eine Mörsche. Komm. Den borg ich mir. Hab. Ach so, okay, der verbraucht sich dann. Alles klar. Boom. Fress meinen Staub. Munetiere, die machen meine Felder kaputt. Und meine Ernte. Und meine Schuhe. Murmeltiere, die machen meine Ernte kaputt. Murmeltiere, die machen meine Felder kaputt. Und meine Ernte. Und meine Schuhe. Ja. Doof gelaufen, würde ich sagen. Da sind auf jeden Fall schon mal diese ganzen Harpien. So. Ein alter Sprössling. Das sieht wertvoll aus. Alter. Nervt doch nicht. Wir heilen wie ein Wesen. Meine Herren. So. Als ob der stand 3 Meter hinten neben mir. Vergiss es, Schweinchen. Vergiss es, Schweinchen, Babe. Zack, zack. Zack. So. Ich belebe dich wieder. Ich wähle dich. Nehmt das. Eine weitere leckere Karotte. Ein Karottchen im Ehren kann keiner verwehren. Ich fühl, wir heilen wie ein Wesen. Zu stark. Ja, ich bin eindeutig zu stark. Oh, das ist noch so ein komischer Riss. So. Die Materialien hol euch. Komm. So, komm. Ich habe euch im Visier. Ich fühle mich stark. So, da haben wir das. Hier ist auch nochmal eine leckere Karotte. Karotte. So. Hälfte haben wir schon mal geschafft. Ein Lama. Komm schon, fall einfach runter. Mit? Stecken geblieben dabei.
so viel Spaß beim Abendessen neulich abends. Wir auch. Danke, dass ihr gefallen habt. Leckere Karotte. Und Karottenhaufen. Alles klar. Wassereimer. Springer haben so weiches Fell. Dann würde ich sagen. Okay. Hey. Scheint nur Matsche zu sein anscheinend. Gehe ich runter. Ist auch nichts. Staubtrocken der ganze Kram hier. Lust zu töten steigt. Ui. Ach hier, warte mal. Hier kann ich doch bestimmt den Eimer füllen. Ich will einfach nur beim Korbkampf mitspielen. Wenn ich mir hier jetzt so einen Wassereimer hole, kann ich ihn mir bestimmt hier... füllen, oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Oder muss ich den nicht füllen und um die Tröge da? Ja, muss ich gar nicht füllen. Okay, muss ich gar nicht füllen, um hier das Dingsen zu können. Ein Pechspringer. Da oben ist irgendwas anderes drauf. Das interessiert mich ja jetzt. Das interessiert mich jetzt, was das da für ein Zwergending ist. Einfach mal verlorene Zwergentruhe. Aha. Mal öffnen. So macht man das. Zwergenrelikte. Finde die vergessenen Zwergentruhen in der im Wüstenhochland. Alles klar. Auch wieder so ein Erfolgskram. Sind auch wieder diese Bündel. Zack. So, so, so. Zack. Zack, zack. Gut. Eine weitere leckere Karotte. Zack. 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 Komm. Der eine trug noch, dann wird das doch reichen. Springer machen so viel Arbeit. Natürlich aber nicht. Ich liebe sie alle. Solche Schätzchen. Ha, der hat gereicht. Berühmter Abenteuer Westen. Wüstenhochland. Okay. Hälfte der Umgebung des Hochlandes. Alles klar. Und der Springer ist jetzt anscheinend tatsächlich verfügbar. Ich glaube aber, dafür muss ich verkaufen. Tatsächlich. Springer tritt direkt beim Erhalt in Kraft. Aktiviert dies, um euer Reittier und den zugehörigen Bedarf Beherrschungsfahrt freizuschalten. Yay! Neues Reittier erhalten.
Der Springer. Springer sind hüpfende Kreaturen, die sich mit ihren kraftvollen Beinen problemlos in den zerklüfteten Landschaften der Wüsten, des Wüstenhochlands und darüber hinaus zurechtfinden. Ein abgerichteter Springer kann euren Sturzschaden verringern, Gegner zu Boden schlagen und in enorme Höhen springen. Ihr habt einen Beherrschungspunkt der Kristallwüste freigeschaltet. Werft einen Blick in eure Beherrschungsübersicht, um mehr zu erfahren. Dann schauen wir mal rein. Genau, das wäre ja hier noch für den Raptor. Beherrscht das Raptorreittier und lernt den Bonus von raffgieriger Schlag in allen anderen Reittier-Angriffs-Auftaktfähigkeiten zu teilen. Alles klar. Lernt bei Stürzen aus hoher Höhe eure Landung zu verstärken, was euch auf den Springer viel höheren Toleranz gegenüber Sturzschaden verleiht. Alles klar. Aber ich würde tatsächlich das erstmal. Wobei, ich habe zwei Punkte, dann trainiere ich das, mache das freischalten. Und irgendwann mache ich das, und danach mache ich das wieder, um da dann den auch abzuschließen. So. Okay. Huch. Ach, das Mini kostet 100 von diesen Handelsverträgen. Alles klar. Springerschnitzerei. Würde ich jetzt mal wissen wollen, was das ist. Den da. Menge Karma. Winzige Menge Karma. Ja, schön. Ja, das wäre dann die goldene. Schlüssel des Händlers. Okay. Warenkisten. Hier sind dann auch Rezepte noch mit bei. Noch mehrere Rezepte und so ein Kram. Hm. Nett. So. Zwei Briefchen. Glückwunsch zu eurem Springer. Ihr seid sicher sehr aufgeregt. Da ihr jetzt im Besitz eines eigenen Springers seid, könntet ihr vielleicht einigen anderen Leuten helfen. Die Händler könnten Hilfe gebrauchen. Schaut aber erst bei mir vorbei. Ich habe eine Leckerei für eure für euer neues Reittier. Und ja. Wer findet es denn Springerrätsel. Zu verstecken? Fast hätte ich es vergessen, euch zu schreiben. Es gibt hier so viel zu tun. Man hat mich jedoch gelehrt, mich für Nettigkeiten stets mit einem Brief zu bedanken. Das ist mir wohl gerade noch rechtzeitig eingefallen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Vielen Dank für eure Hilfe im Stall. Wenn ihr mich besucht, verkaufe ich euch einen Springersattel. Dann könnt ihr euren eigenen Springer halten. Ja. Den Springersattel. Wo sind denn meine ganzen Karotten hin? Boing. Haben diese Kerle sie wieder geklaut? Wer findet es denn bitte lustig, Karotten zu verstecken? Ich habe einen Brief erhalten. Jo. Ein. Wo sind denn meine ganzen Karotten hin? Ja, ja. Haben diese Kerle sie wieder geklaut? Wer findet es denn bitte lustig, Karotten zu verstecken? So. Füttern wir mal unseren nettes kleine Sie. Ja. Yay. Die Jagd nach verborgenen Schätzen. Alles klar. Boing, boing. Hüpf. Komm schon. Hüpf. Fall einfach runter. Hüpf. Hüpf. Warte. Hüpf. Hey. Plump. Hm? Ne?
Jetzt habe ich den Ball für ihn runtergeholt. Ah, vielleicht von hier. Yay. Yep. Yay. Ups. Yay. Yep. Yay. Au. Einmal. Yay. Hep. Alle. Hopp. Ich find's cool. Und da haben wir auch nebenbei schon einen weiteren Beherrschungspunkt. Kommunizieren. Wieder eine Errungenschaft mehr. Und den nächsten Beherrschungspunkt. Das macht die Sache natürlich eindeutig einfacher. Gerade was so diese Sprunggeschichten angeht. Yay. Yep. Na. Oh Gott. Plump. So, hier kann ich Timey noch kontaktieren. Das machen wir mal schnell. Plump. Nein. Nee. Na, na. Du bleibst ja wohl. Nee. Komm schon. Na bitte. Plump. Timey. Timey, hört ihr mich? Da ist was im Busch, stimmt's? Cave sagt, die Stimmung in der Eikammer habe eine beunruhigende Wendung genommen. Wie meint ihr das? Urien ist nicht wie sonst. Sie hat angefangen zu stöhnen, als habe sie Schmerzen, aber sie lässt niemanden an sich heran. Sie hat ihre Aufseher von den Erhabenen sogar angeblafft. Voller Wut. Die ganze Stadt spricht schon davon. Was ist denn los? Balthasar ist wesentlich härter als früher. Er hat uns weggefegt, als wären wir gar nichts. Und er hat Vlast getötet. Er hat auf mich gezielt, aber Vlast hat den Treffer abgefangen. Oh Mann! Das erklärt, warum Orin so aufgeregt ist. Sie trauert um ihren großen Bruder, das arme Ding. Ich nehme mal mit Cave und den Erhabenen Verbindung auf. Vielleicht können wir Orin beruhigen. Klingt nach einem Plan. Ich melde mich bald wieder. Wiedersehen! Wiedersehen. Ah ja... Die arme Irene. So, hier vorne haben wir noch einen Beherrschungspunkt. Den hole ich mir jetzt auch schnell noch. Wenn ich schon mal hier bin. Ach, das ist der. Ups. So viel dazu. Das ist der, den ich mir schon geholt habe. Ja. Das ist schlaule was. Ich find's cool, dass ich jetzt meinen eigenen Sprenger habe. Hep, 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 hep. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wie man so Springer und so noch bekommt. Weil ich hatte immer so das gedacht, so okay, vielleicht muss man sich die im Shop holen. Aber nein, durch die Story kriegt man das. Ah, guck mal. Da können wir doch langsam mal runter. Hep. Er hat das falsche Ziel vor Augen. Wir sind nicht bereit. Wir? Er spricht von Orin. Alter, wie viele haben wir hier noch? Alter, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Noch 9 ganze Splitter. Dann würde ich erstmal sagen, holen wir uns die hier auf der linken Seite als erstes. Und dann kann ich ja mich hier hin porten und mal die anderen holen.
wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Ich will einfach nur beim Korbkampf mitspielen. Also, gehen wir mal hier. Hey. Ich find's cool, dass der Springer einfach mal die Karotte schön mampft. Yep. Na, lass mal. Hey. Abgehauen. Da oben sehe ich doch schon die Splitter, den ich haben will. Hep. Und hep. Und. Meine Schwester. Es ist eine schwere Bürde. Manchmal zu schwer, um sie überhaupt zu tragen. Aber Mutter hat daran geglaubt. Also müssen wir standhaft bleiben. Wenn du selbst entdeckst. Oh. Der Rest muss verdorben sein. Okay. In der Richtung. Irgendwo soll noch eine sein. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie ui, da oben ist ein Riese. Hüpf, hüpf, da ist die nächste. Boing. Wenn du diese Kristalle gefunden hast, bedeutet dies, dass ich gescheitert bin, noch bevor wir uns trafen. Dafür entschuldige ich mich. Ich hätte die Gesellschaft am Wüstenhimmel genossen. Sie wird ihren Bruder nie kennenlernen. Schon traurig. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das schon traurig. Ah, guck mal. Da sage ich doch, Riesenraufbold. Ein Riese. Oh, Gebirgspirscher, Junge. Süß. So. Irgendwo hier hinten. Ach, da oben. Guck mal. Hopp. Hopp. Das heißt, du hättest einen Champion gewählt. Dies wird nötig sein, wenn die Welt umstürzt. Der Tod des Dschungeldrachen hat den Aufstieg unseres Erzeugers beschleunigt. Wenn ich es nur gewusst hätte. Ja. Man hätte schauen können, ob man das hinkriegt, dass man eventuell wie bei Jormark und Dings halt einfach mal dafür schaut, dass wir, dass er einfach wieder einschläft. So, ich mach den wieder, weil ich habe gerade 4 Punkte, dann kann ich das fertig machen. Und dann kann ich direkt auf die Springer gehen. Das ist, glaube ich, sinnvoller auch. Plump. Riesenstieg. Okay. Da sind auch wieder Riesen, die sich gegenseitig bekloppen. Glaube ich mal. Und da unten muss ich sogar hin. Guck mal, 2 Riesen, die sich bekloppen. Hey. Heilwasserzuflucht entdeckt.
Gerade mal hier schnell ab auf dem Boden der Tatsachen. Hehe. Dunk. Ein Portal. Okay. Interessant. Klump. Der Gott des Feuers ist immer noch hinter mir her. Ich fürchte, dass ihm die Waffe in die Hände fällt. Sollte dies geschehen, hat das unvorhersehbare Konsequenzen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Aber so oder so macht es das nur wichtiger, die Waffe zuerst zu erreichen. Oh ja. Ja. So, haben wir... Da drüben haben wir den. Dann würde ich sagen, hole ich mir noch schnell die Wegmarke. Dann habe ich die nämlich auch gleich. Okay, kamelartige Tierchen. Hey, Wasser. Okay. Und in der Richtung soll dann auch noch mal eine der Scherben sein. Gott, dass ich das alles auch über die ganze Dings verteilt hier. Über den ganzen, die ganze Wüste. So. Pomp. 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 Ich hätte sie zerstört, aber Mutter hat es untersagt. Diese Krise jedoch hat sie nicht vorhergesehen. Ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist. Er weiß nicht, welcher der richtige Weg ist. Oh Gott, es sitzt sich unbequem gerade. Sorry, Leute. Irgendwie ziemlich unbequem gerade gewesen. So, da ist Lynns Höhle. Das heißt, da schätze ich mal, müssen wir dann rein. Aber erstmal will ich die ganzen anderen Scherben noch holen. Weil das ist ja wichtig, dass wir die auch haben. Boing, 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 boing. Ihr seht aus, als könntet ihr kämpfen. Kommt und helft uns. Ich kann helfen. Will ich nur nicht. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. Zumindest momentan nicht. Oh, da ist noch so eine verborgene Truhe. Guck mal. Können wir gleich mal die Truhe noch holen. Da sind auch Gebrandmarkte noch gewesen. Plock. Eine verborgene Truhe. Guck mal. Plom. Ich bin in dieser Rolle gefangen. In diesem Vermächtnis. Ich sehne mich nach Freiheit, kann aber die Verantwortung nicht von mir weisen. Täte ich es, würde ich die sterblichen Völker der Vernichtung anheimfallen lassen. Und vielleicht sogar mich selbst. Allerdings bietet auch der Tod eine Art Freiheit, nicht wahr? Ja, wenn man es so sehen will. Wobei ich sagen muss, dann bleibe ich lieber am Leben. Na komm.
Das schaffst du doch. Yep. Ah, das habe ich nicht ganz geschafft. Uncool. Nein, das hatte ich befürchtet. Das hatte ich sowas von befürchtet. Dass er den Sprung nicht schafft. Okay. Ihr seht aus, als könntet ihr kämpfen. Kommt und helft uns. Nö. Wir müssen hier rüber. Okay. Da brauche ich einmal kurz meinen Raptor. Weil ich glaube, mit einem Raptor kann ich das... Ach so. Oder auch nicht, weil hier die Brücke ja anscheinend richtig ist. Ei. Wie soll ich da denn hinkommen? Okay. Da brauche ich einmal kurz den Raptor, dass ich da rüber gejumpt komme. Dann einmal den Springer an. Alter! Könnt ihr mal mich in Ruhe lassen, ihr Mistviecher? Meine Ausdauer schwindet. Meine Fresse. Diese Nervensägen, die einen immer attackieren müssen. Hab. Hab. Hüpf, hüpf, hüpf. Rechts, was? Okay. Ich muss hier rechts rum. Links rum. Nicht rechts. Plump. So. Hüpf. 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 Triumph oder Tod! Genau. Triumph oder Tod. Grab der Alt. What? What? Ein Kontaktpunkt. Grab der altehrwürdigen Könige. Okay. Kaiser Katorik wird immer stärker und hat immer noch nicht für den Tod meiner Mutter büßen müssen. Denn wenn die Zeit kommt. Oh. Ich finde es aber interessant, dass hier irgendwie ein Kontaktpunkt ist. Oder sein soll. Hm. Ach, hier hinten. Das Ding bestimmt. Hm. Timmy, hier spricht der Kommandeur. Da ist was im Busch, stimmt's? Cave sagt, ah, okay. Die Stimmung in der Eikammer habe eine beunruhigende Wendung genommen. Wie meint ihr das? Ja. Urine ist nicht wie sonst. Sie hat angefangen zu stöhnen, als habe sie... Ja, das Laber kennen wir ja schon. So. Hab. Ob das hier schon reicht? Ja. Das müsste doch reichen. Sag ich doch. Ich bewege etwas. Ich bin ein Beweger. Ich bewege etwas. Ich bin ein Beweger. Auch wenn ich, auch wenn es nur mich selbst ist, aber ich bewege etwas. So. Hier links lang. Da müssen wir lang. Hüpf, hüpf, hüpf. Und hüpf. Hüpf, 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 hüpf. Ah, da. Stimmt, da kamen wir ja so nicht, vorhin nicht rüber, weil wir ja noch
kein Springer hatten. Ich frage dich, Schwester, wirst du von deinen Aufsehern bei den Erhabenen so geformt, wie sie mich geformt haben? Haben ihre Worte dein Herz umgarnt? Hast du das Gefühl, dass diese Worte mit jedem Augenblick schwerer wiegen? Ich gebe dir einen Rat. Wenn du deiner Wärter müde wirst, lassen sie sich durch ein Fauchen oder einen Schlag mit dem Schwanz schnell vertreiben. Lass nicht zu, dass sie vergessen, wer ihr seid. Oder gar du selbst. Ja, ne? So, jetzt fehlt uns noch eine Scherbe, und zwar hier hinten. Und dann können wir die Höhle betreten. So, hier irgendwo soll die sein. Irgendwo hier. Tippe mal nicht unten, sondern oben irgendwo. Sofern ich hochkomme. Natürlich komme ich nirgendwo da hoch. Ah, da bestimmt. Jeepa. Boing. 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 Lass mich in Ruhe, du Drecks. Lust zu töten, steig. Scheiß Sandaal. Gott. Ich hasse diese Viecher, die einen einfach nur auf den Sinke gehen. Jetzt darf ich kurz warten, dass ich hier den Springer wieder ran. Ich bin nicht im Kampf. Meine Herren. Es dauert immer so unnötig lange, bis man aus dem Kampf wieder raus ist. So, da ist es doch schon. Die Scherbe, die letzte. Hep, hep, hep. Dein Champion hat meine Neugier geweckt. Vielleicht, weil meiner nie erschienen ist. Die Erhabenen haben mir einen Sinn gegeben, aber keine wahre Verbindung damit. Ich hoffe, dass es dir besser ergeht, meine Schwester. Ich hoffe, dass dein Leben sinnerfüllt ist. Ich fühle die meiste Zeit nichts als Zorn. Ja, nichts als Zorn. Schon hart. Um die letzte Nachrichtenflast anzuhören, kann nicht... Okay, das können wir dann später machen. Das weg. So, zack, zack. Na komm. Verkaufen. So viel dazu, dass wir Balthasar heute platt machen. Der ist uns schon wieder durch die Lappen gegangen. Der schafft das aber auch jedes Mal irgendwie, durch die Lappen zu gehen. Aber, hey, jetzt haben wir einen Springer, jetzt kommen wir auch da durch den, zur Glinzhöhle rüber. Ach du Scheiße. Und, bop. Hüpf, 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 hüpf. Natürlich. Oh nein, ein brennendes Tor, was uns den Weg versperrt. Was machen wir denn da nur? Ach ja. Man springt einfach rüber. Ui, 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 ui. Hier sind ein paar Gegner, die will ich jetzt gerade nicht haben. Erinnerungen
im Kristall. Wissen wir mit Sicherheit, dass das hier der richtige Ort ist? Der Schatten der Prophetin? Hier ist es weniger bemerkenswert, als ich erwartet hatte. Also wenn man sich so Drachen und ihre Höhlen vorstellt. Ja, ich bin mir sicher. Es riecht genauso wie beim letzten Mal. Und Kanach bräuchte dringend ein Bad. Ich bräuchte ein Bad, behauptete er. Stimmt ja. Ihr wart mit der Klinge des Schicksals hier. Als Snuff und Glint. Nicht jetzt. Und Kanach braucht ein Bad. Ja. Hey, schaut einmal, wer endlich da ist. Keine Anzeichen von Kralkatori, Kommandeur. Er ist definitiv Richtung Süden verschwunden. Und auch keine Gebrandmarken. Zumindest noch nicht. Das ist ziemlich geschmiedete, wenn man bedenkt, dass um uns herum viel Brand ist. Die Landschaft macht auf jeden Fall einen merkwürdigen Eindruck. Noch ein Grund mehr, unsere Angelegenheiten hier schnell hinter uns zu bringen. Also gut. Ridlock, Kashmir, geht ihr bitte voran? Wo geht es zu Glints Höhle? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wie bitte? Als der Kommandeur Jory und ich hier waren, sind wir durch ein Portal gereist. Das ist nicht dasselbe, als würde man durch die Haustür reingehen. Genau genommen bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob es eine Haustür gibt. Wenn es sie gibt, werden wir sie finden. Lasst uns aufbrechen. Das ist interessant, ne? Ah, cool. Okay. Hui, puff. Ach du Scheiße, das werden ja immer mehr von den kleinen Viecher. Tötet sie! Sie wollen die Waffe! Tötet sie! Sie wollen die Waffe! Da, 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 da. Ja, wir wollen die Waffe. Was auch immer die Waffe ist. Mal bitte schön deine komischen Projektile bei dir. Gepanzerter Heckabschnitt. Damit kann ich leider nichts mehr anfangen. Schade. Anscheinend haben die Geschmiedeten einen Vorsprung. Wir müssen die Waffe vor ihnen, vor Balthasar finden. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen nur um die Waffe geht. Bei diesen Geschmiedeten handelt es sich nicht nur um eine Jagdgesellschaft. Es sieht so aus, als hätten sie sich schon einige Zeit hier eingegraben. Ja, hier ist etwas im Busch. Dann wollen wir uns mal umschauen und sehen, was wir finden. Gepanzerter Heckabschnitt. Ist das, was immer die hier auch bauen, es muss riesig sein. Großes mechanisches Objekt besteht aus Metall. Es scheint der hintere Abschnitt von irgendwas zu sein.
Ja, würde ich sagen, ne? Eine Kanone. Guck mal. Die bauen hier eine Kanone. Metallkanone. Eine schwere Apparatur mit dieses Ding bezieht Kraft aus gebrandmarkten Kristallen. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Schön mal in die in den Lauf gucken, vielleicht. Ne? Ja, sein können, dass da irgendwie was ist, ne? So, das Ridlock. Eine Art Rüstung. Sie sieht ziemlich widerstandsfähig aus. Aber wofür wird sie verwendet? Die Eisenlegion würde für solch eine Panzerung morden. So wie sie es bereits mehrmals getan haben. Alles klar. Ich schätze mal, bei den anderen finde ich jetzt auch noch Hinweise. Wie zum Beispiel hier. Es sieht so aus, als würden sie gebrandmarkte Kristalle abbauen. Aber warum? Gute Frage, ne? Da ist Kanach noch. Ja, da bestimmt auch noch was. Kommandeur, schaut euch einmal diese Fährte an. Habt ihr eine Idee, von was sie stammen könnte? Irgendetwas Großes und Schweres. Darauf seid ihr wahrscheinlich bereits selbst gekommen. Aber abgesehen davon, nein. Eine solche Fährte habe ich noch nie gesehen. Eine Maschine, würde ich sagen. Wenn man bedenkt, was da für eine Rüstung und Kanone und so. Habt ihr etwas gefunden? Die Geschmiedeten waren sehr fleißig. Was auch immer sie vorhaben sollten, sie haben das Gebiet genauso wieder aufgebaut, dass es ihren Bedürfnissen entspricht. Es sieht so aus, als hätte Balthasar eine Möglichkeit gefunden, den gebrandmarkten Kristallen Energie abzugewinnen. Nimmt man nun diese Tatsache, die Panzerung und diese Fährte? Muss es sich um eine Art Kriegsmaschine handeln? Vielleicht hat es etwas mit der Waffe zu tun, von der Vlast gesprochen hat. Das ist möglich. Aber wir werden erst dann auf unsere Fragen Antworten erhalten, wenn wir Glints Höhle erreicht haben. Würde ich auch sagen. Also hüpfen wir mal voran. Natürlich. Boff. Fresst meinen Staub! Gebrandmarkte! Ich blute! Ja, sind da Gebrandmarkte mal wieder. Warum auch nicht? Gott, ich wurde verlangsamt. Nein. Ich stehe zu weit hinten, um verlangsamt zu werden. Das kann ich mir doch nicht leisten. Wir heilen wie hier hinten kommen ja auch keine Gegner hin. Kann dieses Viech da mal sterben? So. Und danke. Da ist noch einer. Hat das noch jemand gespürt? Etwas Kraftvolles. Glint, ich kann sie spüren. Ziemlich eindrucksvoll für einen toten Drachen. Hat jemand noch eine andere Idee? Haltet die Klappe, Zweig. Eine Kristallaufladung, okay. Ein Kristall. Diese Helden sind nicht das, was ich erwartet hatte. Haben sie den Mut, das auszuhalten, was ihnen bevorsteht? Haben sie die Willensstärke, es zurückzuschlagen? Die Einheit der Völker ist Tyrias letzte Hoffnung. Gemeinsam sind sie stark. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist Glint. Sie spricht von der Klinge des Schicksals. Das muss so etwas sein wie die Erinnerungskristalle, die Vlast hinterlassen hat. Ein Extrakt der Gedanken von Glint. Ihr denkt, das wird uns dabei helfen, in Glints Höhle vorzudringen? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist das Beste, was wir haben. Verteilt euch und schaut nach, ob wir noch mehr Kristalle finden. Ich glaube, dort drüben kann ich einen Erinnerungskristall erkennen. Na, guck mal, hier sind noch ein paar von denen. Nun, ihr habt all den Ärger auf euch genommen, um einen Springer zu finden.
Vielleicht ist es... Hallo, Kommandeur. Ich habe etwas gefunden. Hehe. Plump. Nein, nein. Lass mir. So. Warum reagieren auf euch? Okay. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft an die Zeit, bevor die Vergessenen ihr Ritual an mir vollzogen. Obwohl ich immer noch eine Verbindung zu Karl Katorik spüre, bestimmt er nicht mehr mein Handeln. Mein Wille gehört allein mir. Ich bin frei. Ich sehe Tyria jetzt, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Glint hat nie darüber gesprochen, wie es war, bevor sie geläutert wurde. Da muss sie ganz schön viel zu verarbeiten gehabt haben. Das ist noch zurückhaltend ausgedrückt. Na, würde ich auch sagen, ne? Alles klar. Ich schätze mal, ich werde noch mehr davon finden irgendwo. Tippe ich mal. Gucke ich mich mal hier ein bisschen um. Findet und alle Kristallfragmente. Lol. Luftelementar einfach mal. Okay. Da vorne sieht's auch wieder nach solchen Dingern aus. Kommandeur, ich habe noch einen Kristall gefunden. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Jo. Das kann gut sein. Yep. Ach so, da unten. So. Mit Hilfe der Vergessenen habe ich mich an meine Freiheit gewöhnt. Allerdings musste ich feststellen, dass Freiheit auch eine große Bürde ist. Oh ja. Wenn ich über das Leiden des Volks von Tyria nachdenke, über die Verdammnis, die ihm bevorsteht und der es nicht entfliehen kann, dann fühle ich mich tief in meinem Herzen krank. Die ersten Regungen des Mitgefühls. Oh. Ihr Leid und ihre Qualen gehen mir nicht aus dem Kopf. Die Altdrachen, die verzehrte Welt. Ich kann diese Visionen nicht mehr länger ertragen. Es muss etwas geben, was ich tun kann. Damals also hat Glint beschlossen, den Sterblichen zu helfen. Wir hatten Glück. Es hätte genauso gut anders ausgehen können. Ja. Hätte es wirklich, wenn man mal bedenkt. Und hätte ja auch sagen können, nö. Kein Bock, den Sterblichen zu helfen. Plump. Hier haben wir auch wieder eins. So, da. Ich bin mal gespannt, wo wir noch solche tollen, netten Kristallfragmentstücke finden. Okay, hier anscheinend nicht. Oder? Nö. Sieht nicht so aus. Komme ich da hoch? Ich komme doch bestimmt da hoch, oder? Doch bestimmt auch, ja, dachte ich mir doch. Hüpf, hüpf,
Allerdings bringt das mir herzlich wenig. Obwohl, vielleicht hier. Na, komm schon. Tap. Das sieht doch noch nach so einem Weg aus, wo ich noch hin kann. Oder auch nicht, weil unsichtbare Mauer. Okay. Dann halt nicht. Wenn das Spiel nicht will, dass ich die mache, muss ich halt mal gucken. Ab nach hier drüben. Nee. Komm. Oh, tap. Tap. Oh, tap. Ah, lass mal. Nee, lass mal. Scheiße. So viel dazu. Okay, hier ist ein Kristall, Kommandeur. Okay. Dann halt so. Ah, okay, die Optionen haben wir aber auch noch nicht. Deine Geburt stellt den Anbeginn eines neuen Zeitalters dar. Eines neuen Entwurfs. Ich kann spüren, dass Kral Kathurik sich im Schlafe rührt. Könnte es tatsächlich sein, dass er weiß, was ich plane? Was eure Bestimmung ist? Die Zeit zerrinnt. Was geschehen wird, wenn der Altrache erwacht, macht mir große Sorgen. Und es tut mir leid, dass ihr diese Bürde tragen müsst. Hey, seht einmal! Es hat sich ein Portal geöffnet. Das wurde anscheinend durch die Wiederherstellung der Kristalle ausgelöst. Ich glaube, wir haben herausgefunden, wie wir reinkommen. Ja. Allerdings würde ich trotzdem gerne, sofern das machbar ist, da nach oben. Können die nicht mal mich in Ruhe lassen? Meine Herren. Komm, Redlock. Mach mal hier ein bisschen. Wird's auch bestimmt mitkämpfen. Wie er einfach nichts macht, ne? Gott. Ach, Redlock. Uncool. Komm, hier. Wie er doof dasteht. Gott. Ich dachte, der ist auf meiner Seite. Aber nein. Hat nebenbei auch noch einen Schlag abbekommen. Stört ihn einfach mal nicht. So. Haha, dachte ich mir. So. Sind aber auch nicht alle. Irgendwo sind noch welche. Irgendwo sind noch welche. Kristallessenzen. Frage ist wo? Schau mal, das hier vorne sollte eigentlich ja auch nichts mehr sein. Oder? Ne, von dort komme ich ja. Da, guck mal. Da sind noch welche. Da. Hep. Hep.
habe. Einmal den da. Einmal den da. Irgendwo muss doch noch. Irgendwo müssen noch welche sein. Die ich nur nicht sehe. Schade. Ich hätte ja gerne alle gesammelt. Aber anscheinend will er ja nicht. Egal, gehen wir weiter. Erkundet das Innere von Glints Höhle. Sieht ein bisschen... Kaschmir, ist alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Das hier ist eindeutig der Ort, an den man den Kommandeur Jory und mich gebracht hat, aber er hat sich verändert. Der Brand hat sich ja ausgebreitet. Ich wünschte, sie wäre jetzt hier. Ich fasse es nicht. Das ist der Speer, den Glint uns gegeben hat, um Kralkatorik zu töten. Gegossen aus ihrem eigenen Blut. Ich wusste gar nicht, dass er bei dem Kampf nicht zerstört wurde. Das muss die Waffe sein, die Vlast gemeint hat. Wir haben sie gefunden. Und ich tippe mal. Ha. Passt auf! Das ist einer von Glints Kristallwächtern. Und da ist das Empfangskomitee. Was tun wir, Kommandeur? Töten wir ihn, oder? Er ist verdorben. Erledigt ihn! Zu töten steigt. Kommandeur, die werden hier drin in Stücke gerissen. Wie wäre es, wenn wir ihre Schilde benutzen würden? Ihnen wird das egal sein. Wir heilen wie ein Wesen. Lust zu töten steigt. Oh. Auf. Gelaufen. Ich habe zu wenig Energie. Zack, zack, zack. Oh, schnell. Oh, schnell. Und schon haben wir wieder einen der Schutzschilde. So gut wie keinen Schaden zu. Los, es liegt zu am Türen. Schild. Steig zu robust. Beim letzten Mal waren die niederen Elementare der Schlüssel. Hier noch niedere Elementare oder? Lust zu töten steigt. Tja. Zack. Zack, 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 zack. Autsch. Wir heilen wie ein Wesen. Ah, da komme ich nicht ran. Ah, scheiße. Wir heilen wie ein Wesen. Zack, 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 zack.
Fuck. Fuck. Oh. Portet die Drecksau sich. Da portet die Drecksau sich. Guck mal da hinten. Aspekt der Dunkelheit. Da holen wir uns jetzt kurz den Schildzerstörer. Bam. Zu töten steigt. Zack. 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 Wir heilen wie ein Wesen. So. Zack. Klack, klack, klack. Na komm. Ich kann nicht gut kontern. Schnell. Ja. Schönes Ding. Okay. Das ist natürlich jetzt uncool. Oh. Verdammter Golem. Dann muss ich... Zack, zack, zack. Zack. Ich fühle mich stark. So, dann müsste ich ja jetzt hier durchkommen. Komm. Nein. Zack. Einmal noch, dann sollte ich den geschafft haben. Batz. Besiegt. Schaut, der Weg ist jetzt frei. Ah. Kann ich hier mitnehmen? Nee? Schade. Ich dachte vielleicht. Aber nee. Ein Panzerarm fehlt. Sein Körper ist kristallisiert worden. Ist klar. In acta Erinnerung. Okay. Prophezeiungen sind nicht immer ein Geschenk. Häufig sehe ich Dinge, die ich gerne ungesehen machen würde. Richtig unruhig werde ich jedoch, wenn die Vision getrübt ist. Die Helden haben sich versammelt. Und Karl Katorik nähert sich. Ich bin auf einen Kampf gegen den Altdrachen nicht vorbereitet. Und bedauerlicherweise kann ich nicht erkennen,
was nach der anstehenden Schlacht geschehen wird. Liegt das vielleicht daran, dass ich sterben werde? Ich darf nicht sterben, ohne dass ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich muss Krakatorik aufhalten. Die Vergessenen haben mir viel erzählt, aber nicht alles. Was haben sie den Sechsen gesagt? Was wissen die Götter, was ich nicht weiß? Viele Dinge sind noch nicht klar, aber mir geht die Zeit aus. Ich muss den Glauben und die Hoffnung bewahren, dass meine Kinder mein Vermächtnis weiterführen werden. Okay. Interessant. Glint erwähnte der Klinge des Schicksals gegenüber nie etwas von einem Vermächtnis. Nur, dass Krakatorik aufgehalten werden müsse. Aufgehalten, ja. Aber getötet? Wollt ihr andeuten, dass sie über die Konsequenzen informiert war? Vielleicht hat uns Vlast aus diesem Grund hergeschickt. Wir sollen den Drachenblutspeer vernichten. Keine gute Idee, Boss. Glint hat uns gesagt, dass diese Waffe speziell angefertigt wurde, um Krakatorik zu töten. Wenn wir den Speer vernichten, haben wir kein Mittel mehr, ihn aufzuhalten. Es sei denn, ihr habt irgendwo einen Haufen Drachentöterwaffen versteckt, von dem ich bisher noch nichts wusste. Klar. Drachen zu töten steht nicht mehr zur Debatte. Nicht ohne einen guten Plan, wie wir mit den Folgen umgehen könnten. Balthasar ist das Schicksal von Tyria egal. Wir können das Risiko nicht eingehen, dass der Speer ihm in die Hände fällt. Wir müssen ihn vernichten. Na gut. Allerdings möchte ich festhalten, dass ich das für eine schlechte Idee gehalten habe. Zerstört den Drachenblutspeer. Komm, die Hunde des Balthasars dürfen mit. Lust zu töten steigt. Die Aufgabe wäre erledigt. Und jetzt stellen wir uns vor, wie Balthasar rot anläuft bei dem Gedanken, dass es ihm nicht gelungen ist, uns aufzuhalten. Ah ja, das ist sehr schön. Ich hoffe nur, dass wir uns richtig entschieden haben. Ohne die Führung der Götter fühle ich mich so verloren. Geht es Riddler gut? Er grübelt. Char machen das ganz gerne. Ich bin mir sicher, das gibt sich. Könntet ihr vielleicht einmal nach ihm schauen, Kommandeur? Klar. Hey, Whitlock. Das war Snuffs Golem, nicht wahr? Was davon noch übrig ist, ja. Ah, das war Snuffs Golem. Ich habe meine Gildenfreunde im Stich gelassen, Kommandeur. Und ich habe Glint enttäuscht. Während meiner Zeit in den Nebeln bin ich nicht nur Balthasar begegnet. Ich habe auch Glint getroffen. Sie hat mich den Weg des Wiedergängers gelehrt. Ich dachte, sie wolle, dass ich zu Ende bringe, was die Klinge des Schicksals begonnen hat. Aber hier stehen wir jetzt und versuchen, Krakatorik zu retten. Nun sind Glint, Snuff und er tot. Aber dieser verfluchte Drache lebt immer noch. Ich brauche einen Erfolg, Boss. Ich muss das in Ordnung bringen. Erledigen wir Balthasar. Ja. Erledigen wir Balthasar. Der Speer wurde also vernichtet. Können wir jetzt diesen verachtungswürdigen Gott töten? Wir haben Balthasar zwar bei der Ausführung seiner Pläne Sand ins Getriebe gestreut, sind aber dem Ziel, ihn zu erledigen, noch keinen Schritt näher. Und wir möchten vermeiden, dass eine Begegnung noch einmal so verläuft wie beim letzten Mal. Kommandeur, wir sind führungslos. Wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt. Ich denke, wir sollten zu den Göttern gehen und sie persönlich befragen. Sie persönlich befragen? Ihr meint, wir sollten uns in den Nebel begeben? Ich bin nicht sicher, ob mir diese Idee gefällt. Und falls Riddlock Balthasar wirklich in den Nebeln getroffen hat, dann ist vielleicht mehr an seiner Geschichte dran, als uns klar war. Vielleicht stehen die Götter uns ja tatsächlich zur Seite. Ich habe alles getan, was ihr mir aufgetragen habt, Kommandeur. Aber ich habe einige Fragen, auf die ich Antworten brauche. Das geht mir nicht anders.
Das letzte Treffen mit Balthasar hat uns klar gemacht, dass wir unterlegen sind. Dies könnte unsere einzige Möglichkeit sein. In Ordnung, Cass. Wir machen es so, wie ihr es wollt. Doch wie kommen wir an die Götter heran? Beim Grab der altehrwürdigen Könige gibt es ein Portal in die Nebel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Dann werden wir jetzt dorthin gehen. Cass hat recht. Es wird Zeit, dass wir endlich ein paar Antworten bekommen. Aber hallo. Eieieiei. Also, es wird ja immer wieder interessanter. So. Erinnerung des Kristalls abgeschlossen. Cool. Wieder ein Ding mehr. Und ordentlich Erfahrung natürlich. Nächste Gegenstand. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wann er das bleibt in Symbolen oder Hinweis. Belohnung für den Abschluss. Achso, das sind die Belohnungen lediglich. Okay. Für die Abschlüsse. Den Skin schalte ich mir mal frei. Ich bin ein Beweger. Und ich habe 8, also den zweiten Stufe von dem Erfolg hier schon mal fertig. Das ist gut. Jetzt brauche ich nochmal 8 und dann habe ich den Erfolg ganz fertig. Cool. Das ist vor allen Dingen eine Pistole, die kann ich dann Dings geben. Irgendwie einem Ingenieur oder so geben. So. Na, komm. Zack. Hab, hab. So, so. Wird ja noch spaßig hier. Gott. Ich dachte, okay, hey, komm, machen wir einen Gott platt und gut ist, aber da ist. Wird anscheinend etwas schwieriger als gedacht. Okay. Portale in andere Welten, geisterhafte Drachen, tobende Götter. Unser Leben ist wirklich zauberhaft, nicht wahr? Klar. Sehr, sehr zauberhaft. Portal in die Nebel. Ich habe genug von diesem Ort gesehen. Das reicht für ein ganzes Leben. Aber, also wie ich bereits gesagt hatte, Kommandeur, ich werde das in Ordnung bringen. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ihr ohne mich geht. Ja. So viele Gebete blieben ohne Antwort. Meint ihr, sie werden auf uns hören? Gute Frage. Gehen wir mal raus. Und Hallöchen, German Let's Meal. Und ja, das habe ich mitbekommen mit dem HWSQ. Ich habe auch in der Hinsicht die Gründe, die veröffentlicht wurden von Curry und den anderen und so, mitbekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist hart, klar. Aber ist auch in der Hinsicht verständlich. So. Weil sowas ist, mit sowas ist nicht zu spaßen. So. Bin ja mal gespannt. Warte mal. Rein doof gesehen. Das würde mich jetzt mal ganz doof interessieren. Hat er jetzt... Hat Krakatorik eigentlich... Nee, hier wäre er, glaube ich. Jetzt. Ich glaube, hier ist Krakatorik gestartet. Wenn ich richtig bin. Hier hat er übernachtet, sage ich jetzt mal. Ist hier rausgeflogen. Hier nochmal irgendwie... gelandet wegen irgendwas hier auch noch mal und dann ist er hier weiter nach Norden. Irgendwie so. Sieht auch nett aus mit den lila Augen. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir müssen nach da oben. Geheiligter Boden. Irgendwas, was nah genug dran ist. Ich glaube, von hier dann hier rüber
Und dann hier rüber wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Das wäre, glaube ich, wirklich am sinnvollsten. Alter! Es kommt hier so eine komische Hygiene. So, da du das ja noch nicht mitbekommen hast. Ich habe ein neues Reittier, wie man sieht. Einen netten kleinen Springer kriegt man hier mit der Story. Zahmer Sandal, auch gut. Yep. 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 Und hüpf. Dup, 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 dup. Hüpf, 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 hüpf. Und einmal hier rüber. Boing, boing, boing. Da, 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 da. Hier irgendwie. Da drüben direkt. Boff! Lass meinen Staub! Wir heilen wie ein Wesen! So, das wäre der erste. Der da. Jetzt muss der noch drauf gehen und dann kann ich mir den Beherrschungspunkt hier auch holen. Veteran brand. Gebrandmarkter Mensch. Sing. Da haben wir die nächste. So, einmal da kurz vorbeigehüpft. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal den. Ach, direkt hier unten. Da unten ist es. Na dann. Jeppa. Kommt natürlich gut mit dem Gleitschirm. Geheiligter Boden. Da wären wir. Das Grab der altehrwürdigen Könige. Das Portal in die Nebel ist da drin. Dann ist das unser Weg zu den Göttern. Was wir wohl da drinnen finden werden. Antworten. Mehr will ich gar nicht. Nicht diese Stille. Es muss doch eine Erklärung geben. Das ist leicht. Die Menschengötter haben Tyria verlassen. Diese Erklärung gefällt euch vielleicht nicht, aber... Das kann und werde ich nicht hinnehmen. Was auch immer der Grund war, uns steht nur ein Weg offen und den müssen wir beschreiten. Ziehen wir weiter. Würde ich sagen, ne? Da unten sind ein paar Geister. Ein paar Priester. Geht einfach weg! Das macht doch gar nichts. Ich mach doch gar nichts. Oh. Alterwürdige Wachen. Alterwürdige Diener, okay. Guten Tag. Ich fühle mich stark. Da, 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 da. Komm.
Ihr dürft nicht eintreten. Ich Lust zu töten steigt. Ich will aber. Ich geh einfach rein. Ich will gar nicht, dass ich mich hier einfach mal von so einem komischen Geist befehligen lasse, was ich darf und was nicht. Zack. Lust zu töten steigt. Doof gelaufen für euch. Altehrwürdige Minister. Und auch nochmal. Ja. Will aber in die in die Dings. Wir heilen wie ein Wesen. Eindringlinge! Alter. Ich brauche Heil. Ich wähle dich. Wir heilen wie ein Wesen. Lust zu töten steigt. So. Zack. Ziemlich staubig. Die Tür. So, Sonnensperrwachen. Das sind tatsächlich Sonnensperrwachen. Was habt ihr in diesen geheiligten Hallen zu suchen? Seid ihr gekommen, um noch mehr Embleme unseres Königshauses zu stehlen? Haltet ein! Wir haben es nicht auf eure Klunker abgesehen oder was auch immer ihr hier bewacht. Klunker? Wie könnt ihr es wagen? Vielleicht solltet ihr lieber die Verhandlungen führen, Kommandeur. Wäre besser. Es stimmt, was er sagt. Wir sind keine Diebe, wir müssen nur passieren. Bitte lasst uns durch. Zum Wohle Tyrias. Ich durchschaue eure Lügen. So oft schon haben Diebe und Eindringlinge diesen heiligen Boden entweiht. Ich töte euch lieber, bevor ich das noch einmal zulasse. Ach Gott. Ich fühle mich stark. Puff. Lust zu töten. Nö, lass mal. Wie ein Wesen. Meine Herren. Erfrischend. Dass die auch auf mich fokussiert ist direkt. Natürlich. Sie hat Illusionen erzeugt, um sich zu verbergen. Nur eine davon ist echt. Wenn wir die echte finden und ihre Konzentration stören könnten, würde es uns vielleicht gelingen, die Illusion zunichte zu machen. Ihre Konzentration stören? Sie meint, ihr sollt sie treffen, Zweig. Wir heilen wie ein Wesen. Nee. Alter, lass mich mal. Du Sau, du. Verdammte Sade. Nö. Wir heilen wie ein Wesen. Lass mal. Ah, sie macht wieder Illusionen erzeugen oder was. Natürlich. Gott sei Dank ist die... Natürlich ist die Hella, die gemeint ist. Das ist der Vorteil. Man sieht direkt, dass die heller ist. Meine Güte. Lern's doch. Mich kriegst du so schnell nicht down. Okay. Sie macht wieder eine Illusion. Die da. Sucht nach der echten Nadie, Kommandeur. Lust zu töten steigt. Zack. Hehe. Hupf. Wir heilen wie ein Wesen. Erfrischen. Ich kann nichts sehen. Nein. Lass mich bloß in Ruhe, du Drecksau.
Zack, doof gelaufen. Ich kann euch nicht aufhalten. Ihr dürft passieren. Ja. Wie gesagt, wir sind keine Diebe. Ihr habt mein Wort. Das behauptet ihr. Aber ich bin nicht die Einzige, die ihr überzeugen müsst. Ja. Oh, warte mal. Wir können noch mit ihr reden. Finn schon, den schon, ne? Jo. Jo. Okay. Jo. Jo. Okay. Jo. Jo. Okay. Auf Wiedersehen. Wenn wir schon dabei sind, ne? Ah. Bitte, lasst uns in Frieden. Es genügt. Kommt doch her. Oh, boom! Joko hat großen Eindruck auf sie gemacht. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Fuck. Nehmt das! Fuck. Fuck. So. Weiter geht's. Schatztruhe. Ui, nun schaut euch das mal an. Stimmt. Wir dürfen hier ja nichts klauen, weil sonst heißt das, wir sind tatsächlich Diebe. Wenn man es so nimmt, ne? Wir wollen ja nur durchs Portal. Gepanzert. Kurz mal retzen. Oh, so viele Schatztruhen und ich darf die nicht öffnen, weil sonst heißt es, ich bin tatsächlich ein Dieb. Hallöchen. Ach so, ja, the German Let's Meal. Nur alle Dialoge durchklicken, genau. Hab mich gerade schon gewundert, warum du jetzt auf Twitch drüber bist. Ich bezweifle irgendwie, dass das einen Unterschied machen würde. Ich weiß nicht, wie ihr das bei Nadine geschafft habt, aber an mir kommt ihr nicht vorbei. Habe ich ja gesagt. Tja. Zack. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Bin gar nicht da. Kannst du mal nicht auf mich fokussieren? Wasi. Sonst nenne ich dich Wasabi. Wir heilen wie ein Wesen. Bin gar nicht da. Oh, meine Fresse. Okay, er macht auch hier. Die Barriere rührt sich kein Stück. Irgendwelche schlauen Ideen? Kanach, legt ein paar Minen aus, dann locke ich ihn darüber. Erledigt. Seit ich hier bin, habe ich noch gar nichts sprengen dürfen. Hehe. Wo legt er welche aus? Das ist wichtig. Mine scharf! Guck mal her hier.
Du sollst meine Fresse. Puff. Na bitte. Wir heilen wie ein Wesen. Da, 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 da. Oh, das hat wehgetan. Natürlich. Natürlich trifft er mich da jetzt wieder. Lass mich in Ruhe. Wir heilen wie ein Wesen. Alter. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Meine Güte. Schlimm, diese aufdringlichen Leute hier. Ah, daneben. Okay. Kanach. Mine, please. Wir heilen wie ein Mine gelegt. Oh. Ja, ich muss ihn erstmal da hinten aus der Ecke raus kriegen. So. Genau. Komm. Mine scharf. Und bam. Wir heilen wie ein Wesen. So. Bock zu töten steigt. Natürlich. Wir heilen wie ein Wesen. Lass. Meine Güte. So. Wir heilen wie ein Wesen. Erfrischen. Zack. Okay. Nächste Minenkram. Da hinten. Mine scharf. Dann komm mal her. Dann komm mal her, mein Freund. Oh Gott, jetzt hängt er da oben fest. Muss ich kurz. Ich fühle mich stark. Na bitte. Mine scharf. Ha! Rechtzeitig noch. Das. Hierher. Wir heilen wie ein Wesen. Gerade noch rechtzeitig. Wir heilen wie ein Wesen. Tada. Zack. Lust zu töten steigt. Tada, 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 tada. Ah. Meine Fresse. Komm schon. Puff. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stirb. Stirb. Ja. Schönes Ding. Oh, Gott. Ihr habt gesiegt. Und so holt sich der falsche Herrscher von Helona noch mehr Trophäen für seinen Kamin selbst. Wir wollen nur passieren, um mit den Göttern zu sprechen. Nichts weiter. Wir versprechen, euch in Frieden zu lassen, wenn ihr das im Gegenzug auch tut. Frieden? Nun gut, wir werden ja sehen. Und es werden noch zwei weitere etwas. Kommen. Ich bin ein Beweger. Nala und Dala kommen noch.
Und wir kriegen dann Mini-Königin Nala. Cool. Gefällt mir. Zack. 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 Oh. Zack. 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 Alles klar. Gehen wir weiter. Okay. Oh, jetzt kommen zwei. Halleluja, das wird ja spaßig dann. Wenn jetzt zwei auf einmal kommen. Guten Tag. Hi. Na, ihr zwei? Wer wagt es? Wir wollten nicht respektlos sein. Und doch schert ihr euch nicht um die, die hier ruhen. Ihr habt diesen erhabenen, heiligen Boden mit eurer Anwesenheit verpestet. Was habe ich gesagt, Kanach? Ihr solltet dringend baden. Wir möchten nur mit den Gästen sprechen. Solche Lügen haben wir schon öfter gehört. Ihr seid Agenten dieses Emporkömmlings Joko. Und wie die anderen werdet ihr die Konsequenzen eurer Taten tragen müssen. Die altehrwürdige Dynastie endete mit uns. Egal, was dieser Schwindler Joko behauptet. Und so wird euer Geschlecht enden. Hier in der Finsternis. Puff. Ach, schade. Okay, die eine. Die da muss ich als erstes platt machen, okay. Dann wollen wir ja mal. Oh Gott. Irgendeine. Die da tippe ich mal, wird es sein. Oder? Natürlich ist sie das. Guck mal. Wir heilen wie ein Wesen. Zack, zack, zack. Oh, ich hasse das mal. Die da hinten ist das. Glaube ich. Ich fühle mich. Ich belebe dich wieder. Oder auch nicht. Scheiße, welche ist denn das jetzt der richtige? Erfrischend. Gott. Lass mich mal in Ruhe. Nö. Natürlich, die letzte, die ich an haue, ist das dann. Wir heilen wie ein Wesen. Natürlich ist das wieder die letzte. Fuck. Ich fühle mich stark. Dann. Okay, eine ist Mesmer, die andere ist dementsprechend. Nichts funktioniert, Kommandeur. Das ist meine Ausdauer schwindet. Wir müssen sie da rausholen. Kana, legt noch ein paar Minen. Oh oh. Mine gelegt. Dann komm mal her. Komm her. Komm, hört. Puff. Doof gelaufen. Wir heilen wie ein Wesen. Da. Ach Gott. Kann auch noch eine Mine bitte. Puff. Puff. Wir
So. Jetzt. Jetzt müssen wir auf beide. Ich tippe mal. Muss erstmal schön eine platt machen, um dass die andere dann überhaupt Schaden kriegt. Ah ne, gehen tatsächlich beide Schaden. Das ist gut. Batz. Das ist schon mal sehr gut. Wir heilen wie ein Wesen. Ich kann nicht weiter. Zack, zack. Lust zu töten steigt. Zack, zack, zack. Boah. Was zur... Was war das gerade? Sie ist einfach zurückgekommen. Sie scheinen wir aneinander gefesselt zu sein. Dann klappt das mit Teilen und Erobern hier nicht. Wir müssen beide auf einmal erledigen. Tja, so viel dazu. Und ohne einmal zu sterben. Wir können euch nicht gestatten, diesen Ort zu entweihen. Gebt den Befehl, Nadie, und unser Kampf beginnt erneut. Wartet, die sind nicht so wie Jokos Plünderer. Vielleicht sagen sie ja die Wahrheit. Unfug, das sind nichts weiter als Diebe. Genau wie alle anderen. Zügelt euren Zorn, Nala. Vielleicht verurteilen wir sie vorschnell. Nun gut. Wenn ihr diesem Ort den nötigen Respekt erweisen könnt, dürft ihr passieren. Okay. Wieder eine Errungenschaft mehr. Zack, zack, zack. Oh Gott. Und Dala natürlich auch. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das alles gelesen haben muss. Das wäre nämlich echt uncool. Hehe. Und Miesten. Zeig Respekt. Da ist auch noch ein Sarkophag. Und natürlich den Sarkophag auch einmal Respekt zeigen. Hi. Ihr habt den nötigen Respekt gezeigt. Ihr dürft in die Nebel schreiten. Wir geloben, das Andenken an eure Regentschaft zu ehren und diese Lande zu respektieren. So sei es. Wir werden einen zweiten Betrug niemals vergeben. Cool. Diese armen Geister. Selbst im Tode sind sie vor Joko nicht sicher. Seid einfach dankbar, dass man mit ihnen noch vernünftig reden kann. Nun, da liegt unser Ziel. Klum. Sind wir bereit, den Göttlichen unsere Fragen zu stellen? Auf jeden Fall. Was haben wir denn? Beinschienen, noch mehr Beinschienen und noch mehr Beinschienen. Was hat denn meine Beinschienen? Mal ganz doof. Fußrüstung ist das, ne? Jo. Natürlich schlechter als meine, aber wenigstens den Skin haben. Ne? So. Zack. Erweckten Axt. Schönes Ding. Schalte ich mir da auch gleich mal den Skin frei.
Zack. Und zack. So. Okay. Allerdings gehen wir erst beim nächsten Mal in die Nebel, sage ich jetzt mal. Aus einem einfachen Grund, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr, zum einen, zum anderen natürlich muss ich morgen wieder 6 Uhr aufstehen. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich frühzeitig hochkomme, ne? So, mal gucken. Ist mal wieder keiner richtig live, ne? Das ist merkwürdig. Ich meine mal, so viele Leute und die man dann so sieht als Streamer und so. Kein Schwein ist live. Das ist, wie gesagt, merkwürdig. So, wie gesagt, ich werde jetzt Schicht im Schacht machen. Wir sehen uns. Lass mich mal kurz grob gucken. Wir sehen uns, wenn ich es richtig sehe, ja, morgen gleich wieder. Allerdings ohne Facecam natürlich, weil wir spielen dann natürlich Assassin's Creed Black Flag weiter. Eigentlich habe ich für Freitag ETS 2 geplant gehabt. Allerdings habe ich gestern Abend was mitbekommen. Es ist in Overwatch ist das Sommer-Event gestartet. Und noch zusätzlich ein Event bezüglich eines Skins für den Helden Reaper. Und deswegen gibt es morgen statt ETS halt Overwatch. Ich werde, am Freitag. Ich werde dementsprechend, weil ich Freitag einen freien Tag habe, aber auch schon früher anfangen zu streamen. Wann genau, weiß ich nicht. Aber ich werde es natürlich wieder auf Twitter und auf dem Discord bekannt geben. Und ja, Samstag wegen einer Spätschicht kann ich ja kein Overwatch spielen. Und Crow ist auch nicht da, also wird am Samstag eine Pause sein. Und Sonntag geht es dann hier weiter mit Guild Wars 2. Dann werden wir auch in die Nebel gehen. Und dementsprechend würde ich sagen, das war's. Tschüss, ciao. Euer Lewis Kissan.